Hi Leute, hier ist der George und in dem heutigen Video geht es darum, wie ich meine Kamera einstelle. Ich bekomme in letzter Zeit häufiger die Frage gestellt, wie ich denn meine Kamera einstelle und da habe ich gedacht, ich mache euch mal ein kleines Video darüber. Ja, ich fotografiere meistens im AV-Modus, das heißt, das ist der Zeitautomatik-Modus. Das heißt, ich gebe die Blende vor und die Zeit wird automatisch errechnet von der Kamera. Außerdem fotografiere ich immer manuellen Weißabgleich. Das hat den Vorteil, dass man wärmere oder kältere Bildstimmungen gleich simulieren kann. Allerdings nur, wenn man RAW fotografiert, weil in RAW kann man es nachträglich noch ändern am Computer. Wenn ihr in JPEG fotografieren solltet, würde ich euch das nicht empfehlen oder immer mit korrekt eingestelltem Weißabgleich fotografieren, da man das schlecht im JPEG nachträglich ändern kann. Außerdem habe ich die ISO meistens so tief, wie es geht, es sei denn, wir sind auf Reisen unterwegs und es kommen mal hektische Situationen, wo es unter anderem auch vielleicht schwierige Lichtverhältnisse gibt. Dann haben wir auch öfter mal die Zeit, die ISO-Automatik drin. Denn ich habe lieber ein verrauschtes Bild als gar kein Bild oder ein verwackeltes Bild von der Situation. Und der funktioniert eigentlich auch ganz gut. Des Weiteren habe ich die Belichtungskorrektur meistens immer auf eine Blende im Plus stehen, da mir die normalen berechneten Bilder oder belichteten Bilder immer etwas zu düster erscheinen. Nicht erscheinen, ist einfach eine Geschmackssache. Was haben wir noch? Die Messmethode. Ja, ich fotografiere mit der Mehrfeldmessung. Zu den Messmethoden gibt es bald ein weiteres Video, wo ich alle vier Messmethoden nochmal ausführlich erklären werde. Das ist ein bisschen komplexeres Thema und das werde ich wahrscheinlich in einem weiteren Video widmen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Falls ihr eure Lieblingseinstellung habt, postet sie gerne in die Kommentare. Ich würde sie gerne mal durchlesen. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal.